Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich glaube, eins der meist angefragtesten Videos auf meinem Kanal. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ihr wollt es auf jeden Fall haben und ich hatte es sowieso für diesen Monat geplant. Und für alle, die immer nachfragen, wann gibt es ein neues Food Diary, ich kann euch das nie wirklich beantworten. Ich plane zwar immer im Voraus meine Videos von mindestens 1 bis 1,5 bis 2 Monate, also 1 bis 2 Monate, aber ich weiß nie, wann ein Food Diary kommt. Das kommt darauf an, wie viele Aufnahmen ich von unserem Essen gesammelt habe. Ich könnte jetzt auch jeden Monat ein Food Diary raushauen, aber dann würdet ihr ungefähr, weiß ich nicht, 10 bis 15 Mal Currywurst sehen und fast nichts anderes und dann mal nur Brot oder nur Nudeln und das möchte ich einfach nicht. Das wäre Verarsche, ja. Und dann, das würde ich dann auch nur machen, weil ihr das sehen wollt und nicht, weil ich Spaß daran habe. Nur mal so zur kurzen Erklärung. Und ja, alle, die neu hier sind, willkommen auf unserem Kanal. Alle, die sich das erste Mal ein Food Diary von uns angucken, erwartet nichts Gesundes und das meine ich vollkommen ernst. Also, ihr braucht mir auch nicht in die Kommentare schreiben. Kein Wunder, dass du fett bist oder hoffentlich hast sowas wie du keine Kinder oder sonst irgendwas. Ich weiß selbst, dass ich übergewichtig bin und mich interessiert es ein Scheißdreck, ob es euch aufregt oder nicht. Und ich werde weiterhin so essen, weil ich Spaß dran habe und gut ist. Guckt euch jetzt auf jeden Fall erstmal das Food Diary an. Heute gibt es Kartoffeln mit Rotkohl und Schweinemedaillons, aber ich weiß noch nicht, ob ich die dann auch wirklich esse, weil die Marinade davon, wir haben die mariniert gekauft, roch irgendwie nicht so nach meinem Gefallen. Sagt man das so? Ne. Auf jeden Fall roch es nicht gut. Yummy! Heute gibt es die restlichen Kartoffeln von gestern als Bratkartoffeln mit Ei. Und ich habe irgendwie Bock auf Ketchup und Mayo. Und Palta ist dazu hier Ketchup und Gurken. Wir waren mal wieder zu faul, einkaufen zu gehen. Ich habe ein Schnitzel Wiener Art. Dann haben wir so eine Art Pizzabrot mit Schokolade. Und Palta hat einen Döner-Teller, der ihm aber nicht so passt. Wir essen heute nochmal dasselbe wie gestern und haben vorhin auch schon in der Stadt eine Bratwurst gegessen und ich trinke noch diesen grünen Smoothie dazu. Kommst du in die Stadt? Was macht dich da satt? Ne? Sag's. Ja. Currywurst. Ich esse heute Dr. Oetker Baguette. Wie heißt das? À la Provence? À la Provenza. Ja, genau. À la Provenza. Bei uns gibt es heute gefüllte Paprika mit Hackfleisch, ohne Paprika, mit Kartoffeln und Soße. Also das hatten wir gestern schon. Und bei Palta sind es nur Kartoffeln und Rotkohl. Wir essen jetzt Homie Speziale, hier Toasti und so. Wir haben da mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Palta war kurz Lachs fischen. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe mir Tiefkühl-Lachs geholt, weil wir schon vor ein paar Tagen einkaufen waren. Und dann halt so Soße und ja, sie ist mit Fix. Und dann halt Reis. Und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe auf jeden Fall übelst Bock drauf. Palta isst Bolognese. Ich habe mir bei Netto dieses tiefgefrorene Börek gekauft und habe mich eigentlich total darauf gefreut. Und gerade habe ich es halt aufgeschnitten, ein Stück probiert. Und es war okay, aber es hatte halt so einen komischen Geschmack. Und dann habe ich halt die riesen fetten Zwiebeln da drin entdeckt. Yay! Ich freue mich. Das landet jetzt also leider im Müll. Und ich habe hier von Rockstar diesen Organic, keine Ahnung, ob das neu ist, probiert. Und ja, es ist halt irgendwie so bio und vegan und keine Ahnung, schmeckt ganz okay. Am Anfang irgendwie gewöhnungsbedürftig, riecht auch irgendwie anders. Aber kann man auf jeden Fall trinken. Im Gegensatz zu dem Essen hier essen. Keine Lust mehr, Brot zu machen, deswegen gibt es dann jetzt hier diese Nougat Bites. Das sind die mittelteuren, würde ich sagen, gibt es bei Netto. Wir essen heute Schnitzelbrötchen von Tillmanns. Die gab es irgendwie bei Netto für 99 Cent. Wir haben gedacht, wir probieren das mal aus. Und da ist halt so eine Remoulade hier drin. Und zeig mal das offene Teil da. So sieht der Shit aus. Der crazy Shit hier. So. Das ist für mich kein Brötchen. Das fühlt sich an wie Toastbrot. Ja, so sieht das halt aus. Mal gucken, wie es schmeckt. So, Freunde, es gibt Burger selbst gemacht. Halb. Halb selbst gemacht. Also das Brot haben wir nicht selber gebacken. Ja, ein bisschen Burgersoße, ein Burger-Patty-Salat,
Ich habe Käse dazwischen, das Wurst. Das ist die Soße und die schmeckt eigentlich ein bisschen wie die Big Mac Soße. Ja. Heute gibt es seit langem mal wieder Chicken Nuggets mit Käse. Ja, kann Chicken Cheese Nuggets. Ja, genau. Und ich habe mir diese Süß-Sauer-Soße gekauft. Mal gucken, vielleicht essen wir die gleich dazu. Aber es gibt auf jeden Fall Heinz Tomatenketchup dazu. Wir haben gerade Pizza gegessen. Auf der linken Seite ist Thunfisch und Schafskäse. Und hier war Salami. Puten-Nudelauflauf. Eigentlich kommt da noch Paprika rein. Die haben wir wieder rausgetan. Mit Käse überbacken. Mal gucken, wie es schmeckt. Eingefleischte Zuschauer werden das wahrscheinlich schon kennen. Giros Pommesauflauf. Und ich habe mir noch einen Gurkensalat gemacht. Was Gesundes. Ich mache mal wieder Frühstück. Ich habe mir jetzt 2 Scheiben Brot gemacht mit Fleischwurst und Senf. Und dazu gibt es eine Tasse Milka-Kakao aus der Tassimo. Currywurst Pommes. Für Polter wieder getränkt. Kennt man ja nicht anders, ne? Der Aufschnitt muss leer werden, deswegen esse ich jetzt 2 Scheiben Brot mit Ei-Bacon-Aufstrich. Und es gibt ein Glas Multivitaminsaft, aber der milde, und zwar von HSC. Puh, nach dem langen Intro möchte ich jetzt kein langes Outro machen. Wie immer habe ich natürlich auch zwischendurch Süßigkeiten gegessen. Die filme ich aber nie mit, weil ich einfach keinen Bock habe, so oft die Kamera anzuschmeißen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist oder was ihr am ehesten von unserem Food Diary auch gegessen hättet. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!